Willkommen zur letzten Folge Paper Mario The Origami King. Was haben wir gehaschelt für die 100%? Und heute werden wir sie hoffentlich vervollständigen. Also lasst uns loslegen mit der Inspektion des Museums. Hier haben wir den goldenen Bilderrahmen mit dem legendären Cheep Cheep, den wir geangelt haben. War ja auch Teil eines Pokals. Genauso wie er hier, der legendäre Blooper. Und es fehlt noch genau ein einziger Pokal, um die 100% zu vervollständigen, denn die Schatzminis haben wir ja bereits. Und die Aufgabe lautet, vervollständige die Origami-Bildergalerie oder irgendwie sowas. Und das kann nur hiermit zusammenhängen. Für jeden Toad, den man gesammelt hat, kann man... Ja, wobei, nicht ganz richtig. Man sieht es ja hier, die Anzahl, die benötigt wird, um eins der Bilder zu öffnen. Ja, das hier haben wir schon im Storyverlauf geöffnet, als ich noch nicht wusste, was hier auf mich wartet. Und nun werden wir sie alle öffnen. Hier sehen wir Konzeptart, Ideen, auch welche, die nicht veröffentlicht wurden. Und ja, simple, aber effektive Implementierung der Toad-Suche. Ich bin sehr gespannt, was wir hier alles sehen werden. Zuallererst der Pilzpalast. Links die Konzeptzeichnungen, wie man sehen kann. Und rechts die fertige Version. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Sehr, sehr geil. Leider kann man hier nicht per Steuerkreuz oder sonstiges aufs nächste Bild wechseln. Zumindest nicht, wenn sie noch nicht enthüllt wurden. Müssen wir also immer rauszoomen. Aber gut, werden wir überleben. Dann haben wir hier den großen Saal, der an Paper Mario 64 erinnern sollte, denke ich. Weil das sah da nämlich ganz genauso aus. Als nächstes ebenfalls ein Paper Mario 64 Easter Egg, wenn man so will. Denn diesen Gang, den sind wir auch in PM 64 lang gelaufen. Aber die Kerker-Version da unten, ich glaube, die haben wir nicht gesehen, ne? Weder in Origami King noch in Mario, in Paper Mario 64. Schade eigentlich, sieht ein bisschen spooky aus, hätte ich gefeiert. Wir hatten zwar diesen Kerker in der ersten Folge, aber der war ein bisschen anders aufgebaut. Und an dieser Stelle kann ich mich nicht erinnern. Könnte mich aber natürlich auch irren, wer weiß. Wobei, nee, wenn man das hier so sieht, dann war wohl eine Tag- und Nacht-Implementierung geplant. Man sieht es auch oben, der Titel von Nummerbild. Tag und Nacht, oh, schade, Nummerbild, genau. Nummer 4. Schade, dass sie das nicht implementiert haben. Das sieht ja mal mega geil aus mit diesem Shy Guy als Lampe. Wow. Das war eigentlich eine grandiose Idee, muss ich sagen. Keine Ahnung, was dann letztlich dazu geführt hat, dass es nicht umgesetzt wurde. Aber das hätte das Spiel nochmal um einiges atmosphärischer gemacht, muss man sagen. So, dann haben wir hier, um Gottes Willen, noch mehr Plattformen oder auch alternative Versionen. Ja, doch, ich denke, es sind alternative Versionen. Ganz links die Faltarme, dann daneben das Erdpergamenton. Wiederum daneben wahrscheinlich Wasser oder irgendwie so ein stranges Zeugs. Ich bin sehr verwirrt. Vielleicht werdet ihr ja schlauer draus. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie nicht zu viele dieser Felder gemacht haben. Weil das hätte die Spieler, wie man hier an meinem Beispiel sehr gut sehen kann, nur völlig verwirrt. Oh, und ich sehe auch gerade, ich kann mit L und R zum nächsten Bild wechseln. Ich Idiot. Aber gut, dann weiß ich das ja jetzt. Müssen aber ohnehin erstmal... Ne, müssen wir nicht. Hä, wie seltsam ist das denn aufgebaut? Ah, man kann mit L und R auch blättern. Ja gut, okay. Dann habe ich das jetzt verstanden. Weiter geht's mit Toad Town. Auch so ein bisschen ein Konzeptart. Aber ich glaube die fertige Version, ne? Weil alles, was wir hier sehen, das wurde auch letztlich umgesetzt. Ist halt so eine Vogelperspektive. Sieht schön aus. Sieht wirklich schön aus. Und ich kann doch nicht L und R. Das geht nur, wenn man es bereits geöffnet hat. Oh, ich kann sogar noch in den Fullscreen gehen. Aber keine Kamera oder sowas bewegen. Okay. Trotzdem, nice. Rote Luftschlange Kunst. Das Museum. Auch in der fertigen Version, obwohl der Blooper rechts ein bisschen schief hängt. Ja, sieht auch nochmal ein bisschen anders aus, wenn man dann da reinzoomt. Ja, und man kann nur zwischen bereits geöffneten Bildern hin und her wechseln. Das ist ein bisschen unnötig, Nintendo, aber... Okay. Oder... Intelligent Systems. Toad Town Inneneinrichtung. Fand ich immer sehr hübsch. Also, Detailarbeit in dem Spiel ist auf alle Fälle Top-Niveau.
Da kannst du nicht meckern. Machen wir hier die Toadtown-Ankunft. Genauso wie es letztlich auch war. Alles in Trümmern, aber der Brunnen mit dem Toad gibt Hoffnung. Das Toadtown-Anwesen mit dem reichen Toad. Was sie da jetzt rechts mit den kleinen Bebilderungen sagen wollen, weiß ich nicht ganz. Aber... ja, ist auch die Version, die wir kennen. Rote Luftschlange Kunst, das Kampfstudio. Eine Einrichtung, die mich ein bisschen getriggert hat. Zumindest auf Dauer. Dann haben wir hier noch den Flüsterforst. Mit mindestens einem neuen Bereich, oder? Ich kann mich zumindest nicht an diese neblige Lichtung da unten links erinnern. Sieht cool aus. Schade, dass es das nicht ins fertige Spiel geschafft hat. Die Graffiti-Kanäle mit ihrem Eingang haben wir genau so auch im Spiel. Der Picknickpfad. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir Mario in einem Feuerblumen-Outfit. Also das gab es im fertigen Game leider nicht. Außerdem sehen wir hier Papier-Gumbas. Aber wir hatten an der Stelle nur Origami-Gumbas. Muss sagen, ich hätte es cool gefunden. Hätte man auch mit Feuer-Mario die Welt erkunden können. Und vielleicht auch noch mit Eis-Mario, ne? Er kann zwar die Items im Kampf einsetzen, Feuer- und Eisblume, aber nicht die Gestalt wechseln. Das ist ein bisschen schade. Dann hier Gevatter Stumpfenstrunk. Der wenn ihr da nach rechts guckt, in die Mitte, auch so ein bisschen als Brokkoli mal geplant war. Hätte ich sogar noch besser gefunden als einfach so ein Baum. Aber kann man natürlich so machen. Ich mag das immer, wenn so eine Galerie in Spiele implementiert ist, die auch so ein bisschen was aus dem Entwicklungszeitraum offenbart. Sowas finde ich großartig. Dann die Kanäle mit dem Schieberad und der Flut hatten wir genauso auch im Spiel. Da wurde nichts gestrichen. Tempel des Erdpergamenton, der Eingang. Auch sehr akkurat, würde ich jetzt mal sagen. Schön designt. Flüsterforst-Konzept. Okay, also hier sehen wir wohl was Neues. Oder? Oben, das mit den Stacheln verstehe ich nicht so ganz. Also es gab zwar diese Dornen, aber da war wohl irgendein Rätsel mit geplant. Oder so eine Falle, weil das eine sieht aus wie eine Bärenfalle von der Form her. An den Ofen kann ich mich jetzt auch nicht so ganz erinnern, aber der wird vielleicht auch irgendwo bei den Toads platziert gewesen sein, möglicherweise in der Hütte. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, scheint aber auch nicht weiter wichtig zu sein. Haben sie dann eher Toads Grillparty konzeptioniert und weniger den Flüsterforst. Graffiti-Kanäle-Konzept. Gut. Haben wir ja so gehabt mit dem Drehrad, habe ich vorhin schon gesagt. Picknickpfad-Konzept. Ich glaube, das sind jetzt weniger Sachen, die gestrichen wurden, sondern einfach, wie es halt angefangen hat. Auch die Idee mit diesem Super Mario Bros. Easter Egg und der Zielflagge sehen wir da in der Mitte. Das wurde ja alles letztlich auch umgesetzt, ne? Kennen wir ja. Gute Sache. Next. Tempel des Erdpergamenton. Konzept. Oh, wobei, hier ist was Gestrichenes. Gleich oben links. Diese Tür. Oder was auch immer es sein soll, habe ich so nicht in Erinnerung. Ach, okay, das ist das große Tor. Das Tor. Weil es gab ja vor dem Erdpergamenton-Tempel noch so eine komische religiöse Stelle. Und danach ging dann erst der Tempel los. Und die sind ja alle nicht durchgekommen. Das ist genau die Tür, die wir da auch in der Mitte des Bildes sehen. Die sollte wohl erstmal anders aussehen. Okay. Aber der Rest ist gleich. Dann haben wir hier den Panoramaberg mit all seinen Ansichten. An diese beiden Eisberge kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber gut, man sieht ja auch, dass da verschiedene Designs geplant waren. Ich glaube, das finale Design ist das oben links.
Wobei ich das zweite eigentlich auch ganz geil finde, weil man da noch eine kleine Vorschau auf das zweite Kapitel bekommt. Die Herbsthöhen. Allerdings waren die ja im fertigen Spiel auch, glaube ich, eher östlich und nicht hier im Norden. Naja, es sieht alles für seine Art und Weise schön aus, ne? Hätte man theoretisch jede Version nehmen können. Panoramaberg-Konzept mit dem Aufzug. Haben wir auch genauso bekommen, wenn ihr euch erinnert. Ist schon lange her. Aber da wurden wir ja von den Stiften der Stifterschachtel angegriffen. Das war ein bisschen heftig, als die Stifte sich da reingebohrt haben. Dann aus diesem Konzept werde ich jetzt nicht so ganz schlau. Also, ich meine, was ist das links da? Ist das so eine Lunchbox? Möglicherweise, ja. Okay, aber jetzt auch weniger wichtig. Ich glaube, dann sind wir auch schon durch mit der roten Luftschlange. Weiter geht's mit den Konzeptarts der blauen Luftschlange, also der Herbsthöhe. Mal gucken, was da noch so enthüllt wird. Der ausgetrocknete See. Den haben wir genauso bekommen eigentlich. Sieht sehr cool aus. Next one. Das Kastaniental. Das kann ein bisschen frusten. Aber ich fand, wir sind gut durchgekommen. Auch wenn mir Bobby da extrem auf den Sack ging. Herbsthöhe und Kastaniental Ansichten. Ja gut, also die Bilder unten haben wir, glaube ich, so nicht gesehen. Vor allem die ganz links nicht. Und das rechts unten, ja, nicht ganz so. Also zum Beispiel gibt es ja nicht diese eine Insel mit dem Baum da. Und das Boot war eigentlich auch am Steg. Muss sagen, die Version unten rechts sieht sehr schön aus. Allerdings hätten sie ja auch diese Insel nicht einfach aus dem Nichts auftauchen lassen können. Die Brücke, die Seilbahn und diese Gebetsstätte oder was auch immer das sein sollte. Da haben wir dann letztlich ja den Affen in den Toad zurückverwandelt, der für uns das Boot gesteuert hat. Die Strudelschlucht. Mit dem Riesenstrudel kurz vor Schluss. Haben wir genauso bekommen. Die Version unten rechts sieht ein bisschen komisch aus. Keine Ahnung, warum die so weird ist. Auf jeden Fall die fertige Version ist besser. Weil sie auch realistischer aussieht. Ah, und ich gehe da immer raus, weil ich vergesse, man muss blättern. Das ist irgendwie ein bisschen komisch gemacht hier, aber egal. Wasserpergament und Tempel. Außenansicht. Boah, puh. Sieht schon echt heftig geil aus. Muss man sagen. Feier ich. Versuche immer chronologisch die Bilder abzuarbeiten. Ich hoffe, es gelingt mir. Dann haben wir hier das Drachenmaul. Sieht auch echt gut aus. Und müsste der fertigen Version entsprechen, oder? Ah, wobei nicht ganz. Hier sehen wir die fertige Version. Die hängt ein bisschen mehr in der Luft. Und das unten rechts, das hatten wir, glaube ich, gar nicht, ne? Sieht so aus, als wäre nach dem Bosskampf noch so ein Außenbereich geplant gewesen, wo man dann vielleicht die Faltfibel erhält oder so. Aber das ist dann leider entfallen. Schade, weil es sieht sehr atmosphärisch aus. Und ich glaube, es gab auch keine Wasserkrüge, die vollgelaufen sind mit Wasser, oder? Also dieser Rätselraum, der da gezeigt wird, der existiert so gar nicht. Ich glaube aber, ja, doch, wobei, das ist der im unteren Bereich, also im Hauptraum unten. Da, man sieht auch diese Zahnräder, die gibt es. Aber es ist eine etwas andere Anordnung und Draufsicht als in der fertigen Version. Oh, sorry, schon wieder. Lost. Blättern, Domtendo. Blättern! Dann das Shogunland gehört ja auch noch zum zweiten Kapitel. Das war schon echt stark, muss man sagen, oder? Das zweite Kapitel ist echt das Beste. Gefolgt von der Wüste, fand ich. Vierte ist auch noch okay. Aber 1 und 5 fand ich etwas durchwachsen. So, hier haben wir eigentlich nahezu die fertigen Versionen aus dem Spiel.
Die Masken waren auch ziemlich cool. Wer weiß, ob das ein Easter Egg sein sollte mit Donkey Kong und Metroid. Wir werden sehen, ob bald was angekündigt wird. Dann das Fotostudio. Auch schön mit seinem Easter Egg. Ja, kannst du ja Bobbys Geist sehen. Ich hab's gezeigt. Richtig klasse. Der Ninja-Parcours von außen. Den habe ich auch gefeiert. Also, das ganze Shogun-Land war wirklich das Highlight, muss man einfach sagen. War das allergeilste. Ninja-Parcours von innen. Ich meine, all diese Räume sind auch so vorgekommen. Oder? Ja, gut, leicht andere Anordnung vielleicht unten rechts, aber sonst. War allerdings schwierig, alle Ninja zu finden. Dann, dieser Maschinenraum, wo Luigi feststeckte. Das war auch so eine richtig weirde Szene, aber gut. Dann haben wir hier noch das Shogun-Theater, wo der Bosskampf stattfand. Es war auch das längste Kapitel, oder? Also zumindest musstest du da am meisten Arbeit für betreiben, um durchzukommen, fand ich. Das war auch noch Teil des Ninja-Parcours, ganz am Ende. Keine Ahnung, warum sie das jetzt nicht direkt im Anschluss zeigen und erstmal das Theater. Aber egal. Weiter. Mit der Ballettbühne. Ah, das war auch so stark, ne? Diese Aufführung. Finale Bühne. Das ist eindeutig das beste Kapitel. Also, man kann es vielleicht subjektiv anders empfinden, aber ich würde schon behaupten wollen, dass es objektiv auch von den Ideen einfach das Beste war. Also, es hat so viel geboten. Erstmal diese Herbsthöhenerkundung, dann musstest du Bobby hinterherjagen und so ein bisschen eine Bindung zu ihm aufbauen. Den Tempel mit dem Wasserpergamenton, der auch schon einige coole neue Rätsel bot. Mario mit der Knarre. Alter, das sieht geil aus. Im Anschluss die Strudelschlucht, was auch nochmal eine völlig andere Challenge bot. Dann kam das Shogun-Land mit seinen ganzen Rätseln und der Detektivarbeit. Diverse Einrichtungen noch im Shogun-Land, diese Ninja... Nein! Fuck. Ah, nee, doch, wir sind fertig. Halt! Ja, diesmal war's richtig. Wir sind fertig, Leute. Kommt nichts mehr. Gelbe Löschlange. Die Theateraufführung und der Boss. Ey, das war so mega umfangreich. Krass. Vor allem eine übelst heftige Steigerung in Bezug zum ersten Kapitel. Der Krepppapier-Canyon von oben. Da fand ich es ein bisschen schade, dass wir da nicht mehr bekommen haben. Ich hätte echt gerne noch vor dieser zugigen Zeche und Bobbys Opfer, da haben wir sie, die zugige Zeche, ein bisschen mehr Canyon gehabt. Weil ich fand so den Artstyle und die Musik da sehr nice, aber leider gab es nur diesen Anfangsbereich. Nach der zugigen Zeche kam ja direkt die Wüste. Fand ich ein bisschen schade. Hätte man noch ein kleines bisschen was mitmachen können, fand ich. Ja, die angesprochene Opferungsstelle. Was ist das denn? Das Einzige, was mir bekannt vorkommt, ist das Bild unten links. Aber gerade diese Türen da gab's doch eigentlich gar nicht, oder? Hä? Und das auch nicht. Okay. Also wurde da wohl ein bisschen was gecuttet. Es sollte wohl eine Pappmatsche-Fabrik im Canyon geben. Aber die wurde komplett gestrichen. Schade, Alter. Das hätte ich gerne noch gesehen. Naja. Sham City. In all seiner Pracht. Die fertige Version war, glaube ich, noch ein bisschen heller, oder? Ja, wobei, Quatsch. Erstmal war die Sonne ja weg. Die kam ja erst später. Genau. Dann die Hotellobby. Auch sehr cool mit den Wandmalereien da. DJ Toads groovige Platten. Ach so, der war der Verkäufer. Jetzt verstehe ich das erst. Weil ich glaube, den Verkäufer von dem Laden haben wir nie gefunden. Das macht natürlich Sinn, dass der DJ da der Ladenbesitzer ist.
Das Hotelzimmer. Hey, die Fenster hatten wir aber nicht, ne? Nee. Die Fenster hatten wir safe nicht. Ah, nee, Moment. Das ist kein Hotelzimmer. Das ist das Wüstenhaus. Ich glaube, diese Apartments davor. Ja gut, da weiß ich jetzt nicht, ob es da die Fenster gab oder nicht. Aber im Hotel definitiv nicht. Dann die Präsidentensuite. Nice Flex. Hotelkorridor. Haben wir so gesehen, genau, ja. Gab, glaube ich, nicht viel da zu holen in dem Hotel, aber hat trotzdem Spaß gemacht, das zu erkunden. Weiter geht's mit der Halle des Feuerpergamenton. Oh ja, das ist ein richtig schönes Konzept. Und guckt mal da, da ist Mario sogar in seiner Tanuki-Version auf der Overworld zu sehen. WTF? Also sollte er nicht nur Feuer- und Eis-Mario, oder wobei Eis haben wir noch nicht gesehen, aber ich denke, das kommt noch, auf der Overworld sein, sondern auch noch Tanuki? Warum hat man das denn rausgenommen? Das ist voll nice. Oh, und was ist das? Das finde ich auch voll cool. Das sind so... Ja gut, das haben wir letztendlich so in der Art bekommen. Das zeigt diesen Shy Guy-Kampf. Aber ich glaube, die sollten da per so Boote über die Lava schippern und mich dann angreifen. Aber die kamen, glaube ich, in der fertigen Version einfach nur von so einem Felsen runter. Also auf jeden Fall sah es nicht so geil aus wie hier auf den Bildern. Das können wir mal festhalten. Selbst wenn es auch diese Vögel waren in der fertigen Version. Die sind mir jetzt nicht so aufgefallen wie auf dem Bild. Dann die Trennung von unserem Partner, wie man es kennt. Ist so lächerlich. Das fühle ich immer noch nicht, dass die nicht mitgekommen sind. Die Gondel. Ich glaube, nach dem Bosskampf gab es eine ganz kurz. Als Rückweg. Was ist das denn? Türrätsel. What? Das gab es auch überhaupt gar nicht. Mir kam der Feuerpergamenton-Tempel aber sowieso etwas kurz vor. Euch auch? War voll schnell abgehakt. Zu schnell, wenn ihr mich fragt. Ja, und hier sieht man schon, dass da einiges gecuttet wurde. Oder ist das jetzt... Nee, das ist jetzt der Tempel. Aber das davor war, glaube ich, noch Feuerpergamenton-Tempel, ne? Oder? Ah, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, es kam mir etwas kurz vor. Ich finde auch das Truhendesign hier besser. Weil ich glaube, die haben für Chamses Tempel trotzdem noch das normale Truhendesign genommen, was überall auf der ganzen Welt war. Aber dieses hier, das hat so, das hat was Ägyptisches. Das finde ich viel besser. Was Ägyptisches, Mystisches, das passt besser. Als diese Holztruhen. Ja, das kennen wir. War zwar auch ein bisschen anders aufgebaut. Aber das kennen wir. Oh, da ist sogar so ein Hieroglyphen-Mario rechts. Lell. Die Gruft. Die Disco-Halle. Ja, sieht genauso aus eigentlich. Auch das haben wir durchgemacht. Musste man sich ja die Reihenfolge der Bodenplatten merken, um nicht verbrannt zu werden. Außenansicht des Tempels. Das war schon nice, wie der da aus dem Sand rauskam. So, Vorsicht, es geht noch weiter. Noch nicht das Ende. Da haben wir noch eine Sonnenversion der Wüste und den Feuertempel, genau. Das finale Design des Feuertempels. Da haben auch einige gemeint, so wie der sich aufgebaut hat, hat es einige sehr an Disneys Aladdin erinnert. Könnte sein, dass es eine Anspielung ist, weiß ich nicht. Aber ihr habt schon recht, da gibt es eine ähnliche Szene in dem Film auf jeden Fall. Einer der Wüstentürme. Oh, was ist das denn? Gefrorener Toad? Achso, soll das Kapitän Trott sein? Ja, bestimmt. Aber der fertige Raum sah nochmal ein bisschen anders aus. Da hatten wir Steak im Hintergrund. Ja, das war halt eine Color Splash-Anspielung, aber ich finde die Version hier logischer. Mit den Fackeln. Und dann haben wir hier noch die Ruinen. Die waren auch cool. Hätte man aber vielleicht noch ein paar mehr Goodies verstecken können. Ja, doch, aber zweites, drittes Kapitel, beste. Wir machen weiter mit der violetten Luftschlange. Das Meereskapitel. Angefangen mit der MS Peach, die ja witzigerweise eigentlich zum dritten Kapitel gehört.
Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht mit diesem Plot-Twist. Als Ollie auftauchte und im Canyon diesen Felsen platzierte und dann Bobby sich eingeschaltet hat und sagte, hey, ich habe eine Idee, man wusste als Spieler überhaupt nicht, was. Und dann im Nachhinein, nach dem dritten Kapitel, merkt man, oha, das war jetzt eigentlich so ein bisschen vorweggegriffen, was im vierten Kapitel passiert, mit dem Ozean. Eine schöne Implementierung und Vorschau. Hab ich sehr gefühlt. Der Blooper-Kampf. Ich glaube, da oben rechts sehen wir eine Alpha-Version. Und by the way, warum sind da rote Spritzer unten rechts? Sollte der etwa Blut verlieren? The fuck? Kein Wunder, dass das gestrichen wurde. Oh, wäre geil gewesen, ey. Das U-Boot-Cockpit. Ja, also die Ansicht war auch immer echt schön, ne? Kannst du nichts gegen sagen. War vielleicht ein bisschen repetitiv, die Schätze da aus dem Meeresgrund rauszuziehen, aber grundsätzlich war es eine nice Idee. Und hier sehen wir auch nochmal verschiedene Versionen des Schiffs, auf dem Mario unterwegs war. Und die fertige Version aber eigentlich ganz hübsch. Die Herzinsel. Noch ein bisschen überwucherter gefühlt. Fragezeichen Island. Fertige Version. Der weite Ozean. Sieht hier nochmal ein bisschen weiter aus, aufgrund der Draufsicht, so von hinten. Leicht hoch. Als im fertigen Spiel und auch etwas realistischer, aber war trotzdem sehr gut umgesetzt von den Machern. Und der Raum sieht auch etwas vollgestellter aus. Ungefähr so unordentlich wie mein Zimmer. Die Karo-Insel, das war auch eigentlich eine geile Idee, oder? Mit dieser Unterwasserbasis. An den Prüfungen. War halt vor allem sehr unerwartet. Prüfung der Weisheit. Ja, die Prüfungen waren auch gar nicht so leicht. Eispergamenton-Tempel. Da haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen, inklusive Kampf. Obwohl ich das Eislabyrinth nicht geschnallt habe. Im Kampf. Aber das haben wir dann ja im Nachhinein zum Glück nachgeholt, ne? Mittlerweile habe ich das ganz gut drauf. Karo-Insel nochmal, von innen. Ja, hat schon ein schönes Design. Und man kann sogar sagen, dass das auch irgendwie so eine kleine Vorschau auf das fünfte Kapitel war. Ja, doch. Mit den Vorschauen, diesen subtilen, das haben sie schon gut gemacht. Wurde immer das Folgende ein bisschen vorbereitet. War ja ich. Hochseeturm von oben. Ja, es war auch nice, wie du da die Pergamenton-Fähigkeiten nutzen musstest, um in die fünfte Welt zu gelangen. Ich fand die dann zwar ein bisschen, ja, keine Ahnung, okay nur. Aber Kamek hat das Kapitel natürlich schon getragen. Der war so gut geschrieben. Der hat das schon ein bisschen getragen. Du merkst aber, dass dieser Hochseeturm eigentlich das Finale darstellen sollte. Da bleibe ich dabei. Auch weil da halt einfach alle Pergamente nochmal zum Einsatz kommen. Aber gut. Wir haben dann noch das hier bekommen. Die grüne Luftschlange. Mit Bad. Elysium. Muss gestehen, es sieht hier viel, viel geiler aus als in der fertigen Version. Keine Ahnung warum. Aus dem Konzept. Oh, das ist eine ganz andere Version. Die okay ist. Aber die ist besser. Bleib ich dabei. Dann haben wir den Bad Elysium Eingang. Und die Innenversion mit Frosch Mario. Was? Boah, das wären so viele coole Easter Eggs zu den alten Marios gewesen. Warum hat man das denn rausgenommen?
voll schade, oder? Mensch. So, und dann hast du hier noch unten am großen Baum. Bei der Dschungelsektion, die ich auch echt gefühlt habe. Bis auf diese random Deaths. Das war zwar lustig. Mit dem, ja, wem glaubst du nun? Wer weiß, wo es lang geht? Wem vertraust du? Aber etwas übertrieben. Ich glaube, wir hatten diese Version links in der Mitte gar nicht, oder? Ui. Das sieht schön aus. War im fertigen Spiel ja da auch etwas anders. Wow. Also, ich fand zwar, dass der Urwald gut aussah im Spiel, aber er hätte ja noch besser werden können, wie wir hier sehen. Nice. So, was haben wir noch zu bieten? Ich glaube übrigens, das wird auch wieder ein sehr, sehr langer Part. Oh Gott, ey. Also dieses Let's Play hat wirklich die Folgen mit der längsten Laufzeit. Aber gut, das Museum will ich jetzt auch nicht einfach durchskippen, ja. Das ist schon sehr interessant, was man da zu sehen bekommt. Hier auch wieder ein völlig neuer Bereich in, ich weiß gar nicht wo. Quell der frischen Farben. Ah ja, cool. Wobei ganz neu ist es nicht. Also teilweise haben sie es auch schon so umgesetzt, allerdings eher zweidimensional. Ja, klar. Nee, das ist schon super interessant, was man hier erfahren kann. Natürlich könnte ich es auch einfach stumm durchlaufen lassen, aber ich bin schon der Meinung, dass da meine Kommentare das Ganze ein bisschen aufwerten. Also, no flex, no Arroganz. So sollte das nicht verstanden werden. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, machen wir weiter. Genau, das war dieses Minispiel mit dem Wind. Das fand ich auch ziemlich cool, obwohl ich mich das dumm angestellt habe. Hat trotzdem Spaß gemacht. Und die Quizshow, sei nicht Shy Guy, ja, musste ich auch erstmal lieben lernen, sagen wir es so. Beim ersten Mal hat es mich sehr getriggert. Wobei beim zweiten Mal eigentlich auch. Weil du da halt auf 100% alles richtig haben musstest. Aber nichts ist so schlimm wie die Steuerung hier in diesem Museum. Meine Fresse. Grüne Luftschlange. Bowsers Festung, der Festsaal. Ja, das haben wir eigentlich genau so gehabt, ne? Mit den ganzen Fressmäulern da. Musste man auch erstmal ausnocken. Fand ich aber witzig. Der Thronsaal. Ebenfalls die fertige Version. Dann haben wir den Käferstatuenraum. Da dachte ich erst, das Rätsel wäre viel, viel schwieriger. Aber es war eigentlich total simpel. Schergenstatuen. Die haben wir ja auch gesehen. Bei diesen Schlafzimmern möchte ich das fast mal nennen. Und das ist, denke ich, Kamex Raum gewesen, ne? Ja, ziemlich sicher. Kamex sowieso der beste Char, ohne Scheiß. Dann haben wir hier noch Castel Knick und die Charaktere. Let's go. Bin gespannt, ob ich jetzt auch gleich meinen letzten Pokal bekomme. Ich hoffe es. Erstmal der Luftkampf. Das war wieder so ein unerwartetes Minispiel, ne? Aber ebenfalls sehr gelungen tatsächlich. Und fand ich auch gut, dass sie da die Wahl gelassen haben, Bewegungssteuerung oder nicht. Der Glutkrater. Ja, den hätte man vielleicht noch ein bisschen länger machen können. Aber nicht müssen. Ich mag nur so Lava-Gegenden, deshalb. Luftgaläre-Konzept. Sah schon krass aus, ne? Also das muss man schon sagen. Die Luftschiffe von Bowser werden auch immer heftiger. Unsere Gegner, die Papierflieger. Hat halt auch zu gut gepasst einfach. Der Pilzpalast auf dem Vulkan. Da hat Olli, glaube ich, nicht ganz so gut nachgedacht. Oder es war geplant, aber selbst wenn, dann bringt er sich ja selbst in Gefahr. Bisschen lost. Glutkrater Fluchtpassagen. Kann's immer noch nicht fassen, dass ich da gestorben bin.
So lächerlich. Castell Knick. Schon cool, aber er hat's halt quasi nur nachgebaut, ne? Es war ja nicht seine Idee, sondern die des Origami-Meisters eigentlich. Ah ja, und da haben wir verschiedene Versionen von Castell Knick. Find aber die Finale eigentlich die beste, oder? Was meint ihr? Schon in Ordnung so. Next one. Der Innenraum. Das war schon sehr creepy mit diesen Mäulern. Konzept 1. Wie wir es auch bekommen haben eigentlich. Ah, und dieses Brückenrätsel, wo sich einige gewundert hatten, dass ich das so schnell gelöst habe. Es war anscheinend nur Glück. Weil so, wie das klang, musste man da tatsächlich die Blöcke in einer bestimmten Reihenfolge nach reinkloppen. Habe ich per Zufall einfach direkt geschafft. Und hier haben wir den Thronsaal, der mit Kranichen geflutet war. Ja, nicht so viel Neues, nicht so viel Neues. Bei den Charakteren vermutlich auch nicht, oder? Sieht man da frühe Versionen von Olivia und Co.? Mal schauen. Hier die normalen Gegner. Aber was ist das da unten links? Das Rosane. Das kann ich kaum erkennen. Aber ich glaube, das sollen einfach verschiedene Waffen sein. Die sie teils bekommen haben, teils aber auch nicht. Und da rechts sieht man wohl, wie die Gegner erst in Real Life gefaltet haben, geschaut haben, wie es aussieht und dann entweder im Spiel implementiert haben oder nicht. Cool. Die Frage ist nur, was machst du als Entwickler, wenn du nicht basteln kannst? Bist du dann entlassen? Oh, oder du zeichnest, das könnte auch sein. Die Peach da unten sieht ein bisschen komisch aus. Aber es sind ja auch nur schnelle Entwürfe. Trotzdem sehr interessant. Noch mehr Enemies. Die Faltarme. Ich finde übrigens, die hätte es nicht unbedingt gebraucht. Weiß nicht. Wow, weird. Pappmacho Goomba. Ah ja. Okay, da sehen wir auch ein bisschen mehr Details. Warum zur Hölle sind die unteren Versionen so, weiß ich nicht, zugenäht? Das hat schon was von Frankenstein. Die sehen total gruselig aus, ey. Ist das bei allen so? Gut, dass sie dann, ja, tatsächlich. Gut, dass sie sich dann eher für so kleine Löcher entschieden haben. Die fertige Version ist ja oben links immer zu sehen. Finde ich besser. Was zur Hölle ist das da unten rechts? Pinocchio für Arme oder was? Die Piranha-Pflanze. Spiky. Bin ich der Einzige, der da ganz unten rechts eine Toilette sieht? Eine Spike-Toilette? Oder was ist das in der Mitte da? Ist das ein Anton? In einer Cyborg-Version? Buhu. Mhm. Ketten und... Boah, also dieser aus Papierfetzen zusammengeklebte... Nee. Also gut, dass sie das Design nicht gewählt haben. Das finde ich optisch einfach nicht schön. Das gilt für alle Charaktere. Das ist... Ja, hier auch wieder. Nee. Gut, dass sie das anders gemacht haben. Geht gar nicht. Sieht dann eher so aus, als hättest du Papierschnipsel irgendwie mit Heißkleber auf irgendeine Fläche geklebt. Also ist es letztlich ja auch, aber es sieht halt so einfach hässlich aus.
oder kommt hier auf den Bildern zumindest extremer rüber. Hä, Moment, habe ich was geskippt? Oh Gott, ich hoffe, das ist mir vorher noch nicht passiert. Aber wir sehen es ja an den übrigen Toads. Den Pappmacho Pokey habe ich fast vergessen. Entschuldigt bitte. Oh, es ist auch echt viel, was wir hier sehen. Oh, cool. Ganz, ganz frühe Versionen der Pergamenta. Oh, und ich muss sagen, der unten rechts mit dieser bösen Aura, den fühle ich schon auch. Aber die restlichen, ja, eher nicht. Das unten links hat eher was von einem Dinosaurier. Der in der Mitte unten könnte auch ein Sandan-Verschnitt sein. Und das oben links... keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Nee, ich finde schon die finale Version und das unten rechts heftig. Wahrscheinlich sind die auch alle immer im selben Stil, oder? Nee? Es war wohl mal ein Flamingo geplant. Zumindest wenn man das da unten links sieht. Okay. Nee, also ich finde den Phönix, den sie am Ende gebracht haben, schon geil. Klar, es sieht ein bisschen zu sehr nach Lavados aus, ja. Da ist das oben links etwas abstrakter. Aber kannst du machen. Kannst du machen. Weiter geht es mit dem Wasserpergamenton. Okay. Also oben links sieht auch wieder wie so ein komischer Yoshi aus. Dann das daneben. Schon irgendwie cool. Aber ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass das in der Mitte unten einfach geil ist. Es sieht halt nur zu realistisch aus. Deswegen passt es da nicht ganz ins Spiel. Also ich verstehe, warum sie den nicht genommen haben. Aber der sieht cool aus. Und der Eisbär. Boah, die ersten zwei Versionen sehen voll brutal und gruselig aus. Dann unten links ist einfach nur dick. Ja, und der rechts unten, der kommt schon nah an die fertige Version ran. Mhm. Next one. Olivia und Olli. Aber deren Design stand wohl schon lange fest. Oder man möchte uns die Early-Versionen nicht zeigen. Ja, diese Riesenverwandlungen fand ich eher Quatsch, muss ich sagen. Sehen jetzt auch nicht besonders aus oder so. Origami Peach. Okay. Mhm. Ja. Mein Favorit ist neben der fertigen Version unten rechts eigentlich direkt die daneben. Die vierte von oben, oder die zweite von rechts, sieht eher aus wie Zelda. Lol. Origami-Versionen. Also die Dinger, die man dann in Toads zurückverwandeln konnte. Weiß nicht, ob da jetzt neue dabei sind oder nicht. Da gab es einfach viel zu viele von. Oh, wat? Was geht hier denn ab? Jetzt sag... Oh nein. Jetzt sag aber nicht, dass all diese... Digga, nein. Was? Jetzt sag aber nicht, dass all diese heftigen Custom-Designs je nach Kapitel geplant waren und Nintendo dann am Ende gesagt hat, nee, Digga, das dürft ihr nicht machen. Ihr dürft nichts modifizieren. Es wird alles generisch bleiben. Maximal so ein bisschen Bart und so ein Reishut. Mehr lassen wir nicht durchgehen. Guckt euch, da werde ich schon wieder traurig. Da werde ich schon wieder unfassbar traurig, weil das ist das, was die Mario RPGs und Paper Mario vor allem früher ausgemacht hat. Individuelles Custom Design. Es ist einfach nur großartig, was wir hier sehen, und es wurde alles gestrichen. Oder auf ein Mindestmaß reduziert. Nur, weil Nintendo einfach lost. Ja. Das macht mich einfach nur traurig. Vor allem, weil es unnötig ist. Es ist so unnötig. Es gibt keine nachvollziehbare Begründung. Gibt es einfach nicht. Das ist eine Schande. Nintendo sollte sich schämen. Die künstlerische Freiheit
so sehr einzugrenzen. Aus hanebüchenen Gründen. Aber gut, wir kriegen unseren letzten Pokal. Du hast es geschafft, Mario. Du hast dir den letzten Pokal geholt. Nun, da ich die komplette Sammlung habe, kann ich den Eintritt verdoppeln. Endlich wird das Mykomuseum seinen rechtmäßigen Platz unter den prestigeträchtigsten Museen der Welt einnehmen. Hey, ich wusste ja gar nicht, dass die so unverhohlen ehrgeizig sind. Süß. Oh, wie soll ich sagen? Danke? Eigentlich sollten wir ja beide Mario danken. Ihm habe ich es zu verdanken, dass mein Traum wahr wird. Mein Traum, das Museum mit der vollständigsten Sammlung und dem höchsten Eintrittspreis der ganzen Welt zu leiten. Ja gut. Völlige Abzocke und Mario hebt auch noch den Daumen. Was passiert denn jetzt? Okay. Ach, jetzt haben wir hier Gäste. Ach geil. Also die ganzen Sachen im Museum, die sind alle von dir, oder? Wahnsinn! Ich hab heftig geknechtet. Du fragst dich sicher, was es mit dieser Röhre auf sich hat, oder? Lass mich erklären. Digga, ich hab das Spiel schon durchgespielt. So, wir sind noch lange nicht durch, Leute. Vielleicht knacken wir sogar noch den 1 Stunde und 10 Minuten Part, wo wir in der Holoboss-Maschine waren. Allerdings sollte es jetzt deutlich schneller gehen, weil ich glaube, jetzt kommen nur noch Bilder. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Die Grille. Sie erzeugt Töne durch das Reiben ihrer Flügel. An ihrem schrillen Gesang kann man sich das ganze Jahr erfreuen. Das ist eher Ansichtssache, wa? Aber wenigstens können wir jetzt hier durch L und R besser skippen. Nice. Ein Ei. Das Highlight auf jedem Frühstückstisch. Oh ja, bei mir auch. Ob gekocht oder gebraten, bleibt Gegenstand von Diskussionen. Alles geil, außer Rührei. Das fühle ich gar nicht. Und pochiert ist auch nicht so geil. Aber der Rest wirklich delicious. Das Musterbeispiel einer Blume mit perfekt angeordneten Blättern. Warum riecht sie dann wie ein Pilz? Weil es eigentlich ein Toad ist. Dieser elegante pinke Schmetterling legt von Zeit zu Zeit eine Pause auf einer Blume ein. Wer möchte diese perfekte Tulpe nicht pflücken? Doch man wähle gut, denn jede Farbe hat eine andere Bedeutung. Ja, stimmt. Was gibt's da nicht alles? Grün ist doch, glaube ich, Treue. Rot ist Liebe. Weiß war... Was war das? Ehe? Friede? Vergebung? Oder irgendwie sowas? Schwarz war, glaube ich, was ganz Negatives. Tod und so. Ich bin da aber kein Experte. Dieser elegante Vogel gleitet stolz über den See, doch unter der Oberfläche strampelt er hektisch mit den Beinen. Dieser Schmetterling umschwärmt gern die Blüten auf Blumenwiesen. Dieser Schmetterling liebt Blumen, ja, mehr noch als andere Schmetterlinge. Ein ganz kleines bisschen. Diese Flagge im Wind flattern zu sehen, versetzt jeden in Feierstimmung. Zeit für ein Feuerwerk. Könnte man glatt als kleines Easter Egg werten, weil wenn du ja mit einem bestimmten Timer, also zum Beispiel 1-1, ein Level in Mario Bros. Und New Super Mario Bros. Beendet hast, kam ja immer ein Feuerwerk, ja, ja. Gefaltete Toads sehen wie echte Tulpen aus. Diese Tulpe zum Beispiel ist ein roter Toad. Na sowas. Ah, man kann das auch... Ach krass. Kann das auch nochmal stoppen und dann so eine kleine Animation abspielen. Aber ich glaube, das ist dann wirklich zu viel, Leute. Das ist dann zu viel. Grille. Sie erzeugt Töne durch das Reiben ihrer Flügel. Moment, das hatten wir doch schon. Wie komme ich zur nächsten Seite? Alter, warum ist das so umständlich? Dieser fröhliche gelbe Schmetterling tut nichts lieber als Fangen spielen. Ein erfahrener Wachhund, der Mario hilft, zu einem erfahrenen Kämpfer zu werden, sobald er einmal entfaltet ist. Manche nennen große Käfer dieser Art lahm und langweilig, sie selbst bevorzugen bedächtig und entspannt. Nichts liebt er mehr als das Buddeln von Löchern, aber bitte nicht mit einem Maulwurf verwechseln. Ja, es ist ein Präriehund und das hier ist ein roter Pilz. Bei den meisten Toads besteht Verwechslungsgefahr mit Pilzen, bei diesem hier allerdings noch viel mehr. Ein seltener gelber Pilz, der in Gebieten mit viel Sonnenschein und Elektrizität zu finden ist. Ein informatives Schild, auf das eine ungewöhnlich wortreiche Nachricht gedruckt ist. Ein kleines Insekt mit beeindruckender Sprungkraft. Nähert man sich ihm zu schnell, hüpft es davon, also Geduld.
Es ist allgemein bekannt, dass perfekt zu einem Fisch gefaltetes Papier in Wasser nicht aufweicht. Stimmt das wirklich? Mit Sicherheit nicht. Dieser Skarabäus findet sich in den Höhlen, die den Tempel des Erdpergamenton beherbergen. Diese Variante des Skarabäus ist etwas schüchtern und versteckt sich gern an dunklen Orten. Auf den ersten Blick eine informative Panoramaturmbroschüre, doch zeigt sie nur das Gesicht eines Toads. Souvenir einer beliebten Touristenattraktion, damit sieht jeder Raum gleich viel freundlicher aus. Ein Souvenir vom Panoramaturm, von allen Souvenirs will dieses am höchsten hinaus. Er mag aussehen wie ein Stift, doch die Spitze schreibt nicht, nicht gerade eine Spitzenreplik. Tja, so ist das wohl. Damit sind wir hier auch schon... Nee, sind wir nicht. Oh Gott. Bruder, ernsthaft? Das waren jetzt nur die Sachen der roten Luftschlange. Es geht noch weiter. Ohohoho. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dieser Kreatur um den Skippertoad, der auf der Herbsthöhe herumfloppt. Wie seine vielen Freunde bedeckt es den Boden der Herbsthöhe. Allerdings ist es ungewöhnlich dick für ein Blatt Papier. Toads gibt es in vielen verschiedenen Farben, genau wie Herbstblätter, aber sie fallen meist nicht von Bäumen. Ein gelenkiger Affe, so flink, dass er kaum einzuholen ist, auf jeden Fall wendiger als ein Toad. Dieser auffällige, rot-weiße Fisch springt aus dem Wasser, als wäre er ein echter Cheep-Cheep. Passt perfekt in jede Herbstlandschaft. Will man einen fangen, sollte man sich eine Strategie überlegen. Manche nennen große Käfer dieser Art lahm und langweilig. Sie selbst bevorzugen bedächtig und entspannt, was wir eigentlich schon mal gelesen haben. Deswegen frage ich mich, warum das hier nochmal vorkommt. Naja. Schlägt man gegen einen Baum im Kastaniental, fällt vielleicht eine Kastanie herunter. Ob sie einen Schatz enthält? Oh Gott, nein. Ich glaube, dass sich die... Oh nee, ist das lame. Es gibt ja gewisse Toad-Verwandlungen, sag ich mal. Die kommen in mehreren Kapiteln vor. Die sind hier trotzdem nochmal aufgelistet, aber eben auch mit demselben Text. Ich versuche, die zu skippen, wenn ich mich dran erinnern kann. Das Herz hatten aber noch nicht. Dieses herzergreifende Symbol der Liebe scheint zu verkünden, selbst geknickt schlägt mein Herz nur für dich. Oh, cute. Ja gut, jetzt müsste ich mal wieder drehen. Eine edle Lampe aus dem Shogunland. Stellt man eine Kerze hinein, kann man sich überall am Shogun-Flair erfreuen. Kein Ninja kommt ohne sie aus. Ein wahrer Meister des Ninjutsu wirft sie in einer fließenden vertikalen Bewegung. Eine ungewöhnliche Libelle. Eine seltene Färbung unter Libellen, aber nicht unter Toads. Moment mal. Dieser Vierbeiner wacht im Shogunland und lässt sich gern streicheln. Er bellt zwar, beißt jedoch nicht. Oder selten. Ja, ja. Ein Skarabäus, der geduldig unter den Felsen des Ninja-Parcours auf Mario wartet. Genau wie ein echter Ninja. Ja, hatten wir schon. Dieses schöne Objekt passt perfekt ins Shogunland. Praktisch an heißen Tagen und perfekt zum Flirten. Hui. Diese Katze liebt ein bequemes Kissen. Da sie aus Origami ist, fällt es ihr noch leichter, sie ganz flach auszustrecken. Stiller Bonsaibaum aus dem fernen Shogunland. Einst war er ein Toad. Dieser merkwürdige Fisch scheint sich ein Land ungewöhnlich wohl zu fühlen. Vielleicht sucht er noch ein Zuhause. Da fehlt ein T, Nintendo. Lost. Ein Kaktus, der im kargen Sand der Wüste wächst. Er ist etwas klein und dünn. Ob er ausgetrocknet ist? Nein, Mann, das ist einfach nur ein Toad. So, wie viel Neues gibt's hier? Ein einfaches Grabwerkzeug aus einem Tunnel. Es sieht überzeugend aus, eignet sich aber nicht zum Graben. Stimmt. Diese Variante des Skarabäus ist etwas schüchtern und versteckt sich. Belast du? Mag gefährlich aussehen, doch er flieht, wenn man sich ihm nähert. Hat er mit einem Pokey-Verstecken gespielt? Sitzt an einer Wand in der Wüste.
Wird sie hochklettern oder runter? Werden wir es hier erfahren? Ein Schädel auf einem Kaktus grinst düster in die Finsternis. Nicht das, was man nachts in der Wüste sehen will. Auf keinen Fall. Das Ding auch nicht. Zeig dich, kleine Schlange. Diese Origami-Kreation ist beliebt bei bodenständigen Abenteurern. Der surfende Sniffet hat's echt drauf, doch woher stammt sein ungewöhnliches Board? Ach so. Da gibt's nur eine Seite. Besser ist es, nicht so viele Wiederholungen. Und die violette Luftschlange ist dann ja auch schon die letzte. Im letzten Kapitel gab's ja keine Toads. Ich hab sie nicht vermisst. Diese Vase kann man ruhig fallen lassen. Sie ist nahezu unkaputtbar. Perfekt für den ungeschickten Kunstsammler. Dieser fröhliche Hüpfer macht vor Freude Luftsprünge, wenn er Mario sieht. Oder einen Fragezeichenblock. Dieser Fisch mit dem appetitlichen rot-weißen Äußeren gehört nicht auf den Grill. Feuergefahr. Das habe ich jetzt einfach ignoriert. Okay, dann sind wir mit diesen Origami-Falt-Toads auch durch. Und kommen als nächstes zu unseren Schätzen und Pokalen. Das hat am längsten gedauert. Zu denen gibt es doch safe auch noch Beschreibungen, ja na klar. Das märchenhafte und geschmackvolle Schloss von Prinzessin Peach. Kein Wunder, dass Ollies Auge darauf fiel. Was kann man da so machen? Ah, okay. Vergrößern, drehen, dies, jenes. Okay. Eine weitere wertvolle Ressource, die Mario hilft, KP wiederherzustellen. Wobei man in dem Spiel so sehr geheilt wird, dass man das eigentlich nicht braucht. Pilze helfen dennoch in allen Lebenslagen. Der zu Kleinholz verarbeitete Gevatter Stumpfenstrunk wirft nicht einmal mehr einen Schatten seines früheren Selbst. Das ist bitter. Eine gewöhnliche Fackel aus dem Keller des Pilzpalasts, sie leuchtet immer gleich hell, egal was auch sonst los ist. Ja, außer es ist abgebrannt, ne? Ein Lautsprecher, der für monotone Ansagen in Endlosschleife sowie monotone Musik in Endlosschleife genutzt wird. Disst sich das Spiel damit selber? Aber der Soundtrack ist doch eigentlich ganz gut. Diese glänzenden Goldmünzen helfen Mario auf seinem Abenteuer. Seine Latzhose muss sehr tiefe Taschen haben. Der erste Bossgegner aus Ollies Bürobedarfsbrigade. Talentiert, aber nicht so talentiert, wie er denkt. Real Talk. Dieser Theaterfreund ist ein Star der Bürobedarfsbrigade. Allerdings übertreibt er es mit der Tragikomödie. Dieses Mitglied der Bürobedarfsbrigade will nur Party machen und Löcher stanzen. Und die Party ist vorbei. Dieser Elitekämpfer der Bürobedarfsbrigade ist stolz auf seinen lila Spender und kämpft mit schmutzigen Tricks. Der erbittete Gegner von allem, was Papier ist. König Ollies stärkster Helfer in der Bürobedarfsbrigade. König Ollies wildester Wächter in der Bürobedarfsbrigade. Sein furchtbares Maul ist gleichzeitig sein Schwachpunkt. Legenden zufolge wurde die Blockhütte zum Teil aus Gevatter Stumpfenstrungs Holz gebaut. Sie wirkt seltsam lebendig. Ja, genau deswegen wahrscheinlich. Jedermanns Held, Mario, mit dem Hammer in der Hand und Freunden an seiner Seite, knickt er niemals ein. Naja, hat er jetzt so viele Freunde an seiner Seite gehabt in dem Spiel? Weiß ich nicht. Jedenfalls nur temporär. Der König der Koopas in seiner ganzen Pracht. Er hat ja auch nicht ewig ein Quadratschädel bleiben können. Das Märchen... Achso, lol. Wieder einmal... Ups. Diese Barriere soll die Besucherhorden aus den unglaublich beliebten Graffiti-Kanälen beim Pilzpalast fernhalten. 200 IQ. Ein Büschel grünes Gras. Es soll sich um eine ausgezeichnete Schnipselquelle handeln. Nicht aus Origami, doch Olli verwendet diese Monster, um die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Meister Edelwuchs, Hintergrundsänger. Sie bleiben alle Songs sowie ihre Choreografie selbst geschrieben. Sie haben alle Songs sowie ihre Choreografie selbst geschrieben, sorry. Der große und mächtige König Bowser, hier auf ein praktisches Format zusammengefaltet, aber kein bisschen leiser. Ein weiterer von König Ollies massiven Pappmacho-Rüpeln interessiert sich allerdings vor allem für Fußball. Ehre.
Manche sehen hier nur einen Felsen, andere das Erdpergamenton. Insekten jedenfalls verstecken sich dort gern. Das hat nichts zu tun mit dem Erdpergamenton, aber egal. Eine kleine Figur des mächtigen Erdpergamenton, nur etwas weniger inspirierend als das Original. Dieses Labor ist für viele praktische Erfindungen bekannt. Faxversand, das Todradar und vieles mehr. Ah, nicht ganz so innovativ, wenn du mich fragst. Ein Relief des altehrwürdigen Erdpergamenton. Von frommen Coopers ehrfürchtig gemeißelt. Felsen aus einer Höhle. Manche sind zerbrechlich, andere nicht. Das klingt wie eine Metapher, ist aber keine. Ah, die klassische Röhre. Und wo führt sie hin? Manchmal weiß man es, manchmal nicht. So ist das Leben. Eine Replik des Chefkoch-Spezialmenüs vom Panoramaturm. Schmeckt frisch, gefroren, lauwarm und aufgewärmt. Nur frisch, hoffe ich doch mal. Ein hoher Turm auf dem Panoramaberg. Bekannt für seinen Souvenirladen und seine fast unbezahlbare Nachtaussicht. Ein Hammerschlag auf diesen sorgfältig gehakten Laubhaufen füllt den Schnipselvorrat und ärgert den Gärtner. Diese Dieses enge Gefährt zwingt Passagiere zur Interaktion und befördert so lebenslange Freundschaften. In Zeiten von Corona ist das mit Sicherheit geschlossen. Ein Beutel, um darin Schnipsel zu sammeln. Sein Fassungsvermögen steigt mit jeder gelösten Luftschlange. Da ist was dran, ja. Er fand das Todradar, den Faxversand und vieles mehr. Hat schneller neue Ideen, als er Dinge erfinden kann. Immer schon alles notieren, mein Freund. Mehrere Holzkisten, die selbst dem stärksten Hammerschlag widerstehen. Bekannt für ihre Starrsinnigkeit. Klassisches Holzschild, gut zur Informationsvermittlung geeignet und nur gelegentlich schnippisch. Eine der vielen Gefahren im Tempel des Erdpergamenton. Der Legende nach soll er Feuer speien und das tut er auch. Modell des Kühlschranks in der Küche des Panoramaturms. Komplett mit winzigem Modellungetier. Ein seltenes und wertvolles Item, das Maris maximal KP erhöht und ihn stärker macht. Mit diesem Power-Up wackeln die Wände. Manche Gegner werden umgeworfen, andere verwirrt. In diesem Boot bereist man den Fluss. Es hat nur ein Paddel, durchquert die Strudelschlucht aber problemlos. Riesige Kastanien, die dem Tal seinen Namen geben. Ihr stacheliges Äußeres schmerzt, ob sie rollen oder nicht. Ein Wasserrad aus einem Tempel. Es dreht sich unter den Tränen des Wasserpergamenton und denen der ersten drei Paper Marios. Eine Bank, der perfekte Ort, um sich auszuruhen, nachzudenken und Kräfte zu sammeln. Dieser Pappmacho Cooper hält im Shogunland sein Schläfchen. Nur ein lautes Geräusch könnte ihn aufwecken. Dosen voll mit saftigem Thunfisch. Auf der Herbsthöhe soll es einen Toad geben, der verrückt nach ihnen ist. Ja, ja, ja. Schmeckt ja auch ganz gut. Das Wahrzeichen von Shogunland. Seine vier Etagen wurden zu einem Mehrbühnentheater umgebaut. Drei Freunde, denen Dosenfutter über alles geht. Lost. Bei der letzten Super-Duper-Dosen-Party gab's Ravioli. Shy-O-Wai. Ertönt diese Glocke, erwacht das ganze Shogunland. Vielleicht versteckt sich in ihr ja eine Überraschung. Oh, das war so furchtbar, ne? Wo man da tausendmal draufschlagen musste für einen Tod und ich glaube auch einen Schatz. Ja, stimmt, die Glocke nämlich. Ein kleiner Schrein in der Puschelgras-Pampa. Opfergaben in Form von Thunfischdosen verschwinden dort oft. Marios Bruder, bekannt für seine hohen Sprünge, die grüne Mütze und... Ja, das war's eigentlich schon. Stimmt doch gar nicht. Luigi Ehrenbruder. Ein paar der unzähligen Ninja, die sich auf dem Ninja-Parcours verstecken. Finde alle, um Ninja-Meister zu werden. Enthusiastischer junger Bob-Omb, ohne Zündschnur und Erinnerungen, aber mit viel Herz und explosivem Charakter. Dieser Pappmacho-Sniffet gebietet über eine Bande von Bühnenschurken, sieht umwerfend aus mit einem Cowboy-Hut. Ob Hammer oder Sprung, diese Ziegel sind zerbrechlich. Das Handwerk ist auch nicht mehr, was es mal war. Dieser Klassiker macht unbesiegbar. Weg mit den Gegnern. Lauf über Stacheln, fallen Lava. Nein, letzteres lieber nicht. Ja, stimmt, da hilft auch ein Stern nicht, ne? Ein wunderschönes Kreuzfahrtschiff. Man merkt, dass dem Kapitän viel an Prinzessin Peach liegt. Okay. Der Fels, unter dem Ollie Olivia im Krepppapier-Canyon gefangen hielt. Nur Bob Omb konnte sie befreien. Ja gut, eigentlich heißt er ja so. Darin war das eine Item verschlossen, das Olivia retten konnte. Nicht mal ein Riesenblooper konnte die Box öffnen.
Diese Riesengeister sind genauso verschämt wie ihre kleinere Version, aber dreh dich um und schon sind sie da. Ein perfektes Modell der Stieflimousine 2020, entwickelt von Toads Stiefmobilhandel. Vorsicht, nicht verkehrssicher. Das Wahrzeichen von Schokoland, was wir schon gesehen haben. Und ich glaube, damit sind wir mit der Seite komplett fertig, aber es gibt hier ja noch mehr. Manche Kakteen sind mit Schnipseln gefüllt und können vom Stiefmobil durchfahren werden. Vorsicht, andere nicht. Größter und ungeschicktester Pappmacho. Er rollt herum, ohne sich Gedanken um die Sicherheit zu machen. Der führende Experte in Sachen alte Falter. Seine Expertise erstreckt sich bis auf andere überraschende Gebiete. Statuen des legendären König Shamses. Ob er wirklich so ausgesehen hat? Sniffles ergreifen jede gute Gelegenheit. Diesen Toadpalast haben sie zu einem 5-Sterne-Luxushotel umgebaut. Läuft. Besonders stattliches Exemplar eines Schnipsel-Sacks. Er füllt Marios Schnipselvorrat auf. Ohne das Anordnen von Gegnern kommt man nicht weit. Ja, leider. Dieser nostalgische Spielautomat hilft beim Training. Oder triggert noch mehr. Was wäre eine Poolparty ohne eine glänzende Goldstatue? Immer noch eine Poolparty, nur nicht ganz so glamourös. Einer von 4 Türmen der Sandpapierwüste soll einem legendären König nachempfunden sein. Ist es ein harmloses Glücksspiel oder etwas Bedrohlicheres? Luigi wird es schon herausfinden. Damit wird Mario zu Feuer-Mario, nur leider nicht in der Oberwelt, wie man bei den Konzeptarts gesehen hat. Er wirft Feuerbälle, ohne sich auch nur ein Barthaar auszusengen. Unglaublich. Eine der Steinfiguren in der Höhle des Feuerpergamenton. Vielleicht lohnt es sich, einmal zu zählen. Der Tempel von König Shamses. Er sinkt bei Dunkelheit unter den Sand. Fast wie ein Vampir, nur umgekehrt. Dieses U-Boot wurde von Captain Twat gesteuert. Wie kam es in seinen Besitz? Ein Mysterium tiefer als das Meer. Dieser Pappmacho-Scherge kann sogar fliegen. Am besten wartet man, bis er zum Sturzflug ansetzt. Der erscheint ja erst nach der Story in der Wüste, ne? Der ist eigentlich völlig unnötig. Manche Kakteen sind mit Schnipseln gefüllt und können vom Stiefmobil durchfahren werden, aber das wissen wir bereits. Es ist immer wieder schön, einen zu finden. Was wird da wohl drin sein? Münzen? Ein Item? Gegner? Das ist so aufregend. Ein seefahrender Toad, der zum Fisch gefaltet wurde. Das war ein ziemlicher Flop, doch jetzt geht's ihm besser. Wenn man nur einen Hammer hat, fängt alles an, nach einem Nagel auszusehen. In Marios Fall ist das völlig okay. Legende, die für das Verbrechen des U-Boot-Diebstahles eingefroren wurde. Tja, so ein U-Boot ist nun mal wertvoll. Statue eines Wesens, das Pilgern den Weg in ein himmlisches Reich weist. Sind die Flügel nicht entzückend? Ein Pappmacho-Gumba, der wie eine Mumie aussieht, aber eigentlich friert er nur. Ganz schön kalt in alten Tempeln. Ja, na klar, als ob. Herzen wie dieses stellen Marios KP wieder her und kommen viel zu häufig im Spiel vor. Je größer sie sind, umso mehr Liebe enthalten sie. Eine Rettung aus diesem Fass geschieht aus Kosten der Garderobe. Freunde, bitte vorsichtig einschieben. Kann man auch falsch verstehen. Standard-DJ-Ausrüstung, die jeden Ort in eine Disco-Party verwandelt. Egal ob Hotel, Pool oder antiker Tempel. Von Toads zum Zweck des Kampftrainings handgefertigt. Ist tatsächlich noch harmloser als ein echter Goomba. Ein Tisch wie in der Werkstatt des Origami-Meisters unter Pilz Island, fleckig von Schweiß, Tränen und Kaffee. Dieser Pappmacho-Scherge rollt schwere Steine, denen du ausweichen und ihn daraufhin am Bauch treffen solltest. Eine authentische Restauration eines der Sarkophage von König Shamses. Dieser Pappmacho-Scherge griff die MS Peach an, dabei fiel Bob Omb über die Reling. Was für ein Mistkerl! Helferlein der Schere. Zwar ohne Papierausrüstung und Kamex Magie, allerdings immer noch ziemlich gefährlich. Es ist immer wieder schön, einen zu finden. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Dieses Modell zeigt den Kopf des Eisbergamenton. Ob es Peach bringt, ihn mit dem Hammer zu schlagen? Hä? Der bastelnde Toad, der König Olli das Leben schenkte. Komisch, dass Olli ihm dafür gar nicht dankbar zu sein scheint. Echt so. Diese Insel schlummert unter dem weiten Ozean. Legendäre Architektur erwartet alle, die den Weg zu ihr finden. Der treue Kutter des Skipper Toads. Seit Mario diesen vor einem fischigen Schicksal rettete, hilft er, wo er kann.
Ein Modell des Erdpergamenton, das im Hochseeturm steht. Es ist etwas schlanker als das Original. Dieses Modell des Wasserpergamenton steht im Hochseeturm. Es weint nicht, selbst wenn man mal draufklopft. Ein Modell des Feuerpergamenton aus dem Hochseeturm. Keine Sorge, es zerquetscht nur selten Besucher. Ein Modell des Eispergamenton, das im Hochseeturm steht, ist zwar nicht aus Eis, fühlt sich aber trotzdem kalt an. Man verwendet sie, um sich zu waschen, bevor man in einer heißen Quelle badet. Lassen sich stapeln und umwerfen. Dieser gigantische Turm überblickt seit Ewigkeiten den weiten Ozean. Legenden zufolge führte er nach Bad Elysium. Der Brunnen auf dem großen Platz in Bad Elysium. Sein Wasserfluss endet wie die Hingabe der Mitarbeiter niemals. Man lasse sich nicht täuschen, diese Toasts leben in Bad Elysium, aber sie sind keine Engel. Von dieser Wolke aus verteidigt ein Sumo-Bro-Boss den Eingang zu Bowsers Festung, selbst vor Kamek. Bowsers Sohnemann, halb so groß, zweimal so energiegeladen und genauso laut wie sein alter Herr. Der beeindruckende Meister Edelwuchs, Gevatter Stumpfenstrunks Bühnenname aus der guten alten Zeit. Vergibt Stempel an treue Badegäste in Bad Elysium. Keine Sorge, die Tinte ist wasserfest. Bowsers Zauber und gelegentlich auch Saubermeister, bekannt für seine Diplomatie und Rückzugsstrategien. Nichts macht eine Quizshow spannender als eine echte Kanone. Viel Glück, Mario! Lieber nicht von der Kette lassen. Sobald er ein Ziel hat, verfolgt er es bis in alle Ewigkeit. Lauf schon mal los! Lauert im Gras und schnappt nach ahnungslosen Passanten. Wirst du gebissen, zapple herum, um freizukommen. Von der Schere erschaffene, seelenlose Soldaten. Sie haben keine Gesichter, keine Gefühle und keine Angst. Bowsers neueste Luftgaleere, völlig überladen mit Panzerung und Waffen. Sie sollte nicht mal abheben können. Hey, ich fand die cool. Luigis klassisch grünes Kart, hier mit einem optionalen Gleitschirm. Drück aufs Gas, Luigi. Das schimmernde Schwarz eines übereifrigen Projektils. Einmal auf seinem Weg gibt es keinen drinnen. König Olli schickte diese Flugzeuge, um Bowsers Luftgaleere vom Himmel zu holen. Zeig ihm, wer die Lufthoheit hat. Pappmacho-Schergen, die in den Glutkrater gefallen sind. Sie sind allerdings zäh, bewahre also einen kühlen Kopf. Entsetzliche Gestalt, die aus den Gesichtern von Bowsers Schergen gefertigt wurde und jedes einzelne spricht. Boah, das würde ich nicht aushalten. Eine finstere, aber ziemlich coole gefaltete Version des Pilzpalasts von König Olli erschaffen. Naja, stimmt ja jetzt auch nur zur Hälfte. Der Origami-Meister hat es erschaffen. Prinzessin Peach wollte nur das Origami-Fest organisieren und wurde zu einem Schatten ihrer selbst gefaltet. Zwei der Papierkraniche, die König Olli in der Hoffnung faltete, alle Papiertoads zu eliminieren. Hatten wir jetzt eigentlich König Olli als Origami-Figur? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube nicht. Olivia aber auch nicht, ne? Warum? Warum? Naja, und hier sind unsere Pokale. Du bist niemand, der vor einem Kampf zurückschreckt. Glückwunsch zu deinem verdienten Titel. Ist diese Geschichte wahr? Oder haben wir sie frei erfunden? Wer weiß, wer weiß. Du würdest niemals damit angeben, aber du hast bergweise Münzen gesammelt. Nun kündet diese Trophäe davon. Würde ich nicht damit angeben? Ja gut, verglichen mit anderen YouTubern bestimmt, das stimmt, ja. Du hast jeden einzelnen Fragezeichen-Block im Spiel gefunden und geöffnet. Also, welcher ist dein Favorit? Keine Ahnung, der mit den meisten Münzen drin, keine Ahnung. Niemand braucht Seemannsgarn, wenn diese Trophäe sein Können beweist. Dieser Preis kündet von einem epischen Kampf gegen die Pappmacho-Horden der Revanche-Insel. Bravo, edler Krieger. Verliehen für das Lösen aller Level in Rätselringelei im Kampfstudio. Gedreht, geschoben, gewonnen, geweint, gut gemacht. Für das Lösen aller Wettringelrätsel im Kampfstudio. Kein Gegner reicht an deine superschnellen Reflexe an. Ja, geht so. Du hast alle Münzen in der Strudelschlucht gesammelt und dabei steuerst du nicht mal das Boot. Das Zeichen eines Wurfstern-Veteranen, der niemals sein Ziel verfehlt. Vielleicht wird aus dir noch ein Profi-Ninja. Bist du ein Quizshow-Genie oder einfach jemand, der gerne ein Risiko eingeht? Egal, denn dieser Pokal gehört dir. Du hast jedes einzelne Kunstwerk dieser Welt gesammelt. Warum siehst du dir diesen Pokal an? Sieh dir die Kunst an. Hab ich doch schon. Du hast alle Origami-Objekte, Pflanzen und Tiere gefunden, die eigentlich einmal Toads waren. Toadtown dankt dir. Du hast tiefe Taschen und viel Platz. Mit anderen Worten, du hast alle Schatz-Minis gefunden.
Origami, du hast alles gesehen, gegen alles gekämpft und alles geplättet. Viel Spaß mit dem Pokal. Nicht aus Origami. Was haben das Sammeln von Musik und das Reparieren von Löchern gemeinsam? Diesen Pokal. Und dich, Mario. Ja, so sieht's aus, Freunde. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Rubrik. Die Gegner. Da muss ich mal gucken, wie hier die Auflistung funktioniert. In Origami verwandelte Goombas. Gefaltet wirken sie widerstandsfähiger, doch das scheint nur so. Flapflap, sie lieben dunkle Ecken und Überraschungsangriffe. Hier greift ein Hammer einfach zu kurz. Gratterich, sie verstecken sich gerne in Ecken. Stehlen sie dir Münzen, besiege sie schnell, damit sie nicht entwischen. Shy Guy, sie sind schüchtern und verstecken sich hinter ihren Masken. Es soll Glück bringen, sie mit einem Panzer zu sehen. Koopa, selbst in Origami verwandelt, können sich diese vielseitigen Gegner noch in ihre Panzer zurückziehen. Cheep Cheep, zwar sind sie im Wasser zu Hause, doch sie greifen auch gern nichtsahnende Passanten an, sei auf der Hut. Stachi, ohne Hammer oder widerstandsfähige Stiefel sollte man ihren stacheligen Rücken meiden. Paragumba, in Origami verwandelte Paragumbas. Sie sind stolz auf ihre Flügel, doch nach einem Draufstampfen fallen sie ab. Steinblock. Sie sind groß, stark und zielstrebig. Nur Sterne können ihnen etwas anhaben. Schnapp sie dir, solange du leuchtest. Okay, hier sehen wir dann auch einfach nochmal alle, die wir schon mal hatten. Neu ist nur er hier. Galumba! Gern nisten sie sich in Kastanienbäumen ein. Ein einzelner Stampfer lässt sie umfallen, also sei kein Leisetreter. Krabbe! Eigentlich krebsen sie nur etwas herum, doch ihre Scheren sind äußerst scharf. Stampfen auf eigene Gefahr. Blaue Krabbe. Blaue Krabben sind selten. Finden sie deshalb Raritäten, selbst so unwiderstehlich? Behalte deine Tasche im Auge. Ninji. Hammerangriffen weichen sie per Ninji-Abgang aus, um zu kontern. Überrasche sie mit einer Stampfattacke. Sniffet. Sie verstecken sich hinter ihren Masken, doch sie kennen keine Zurückhaltung beim Rufen von Verstärkung. Robo-Koopa. Werden gelegentlich in Kämpfen verwickelt. Sie geben viele Münzen ab, also keine Zurückhaltung. Knochentrocken. Werden sie besiegt, zerfallen sie zu einem Knochenhaufen, aber nicht für lang. Da hilft selbst das Stifobil nicht. Ja, leider, ne? Schwarzer Shy Guy. Ein geheimnisvoller, finsterer Shy Guy. Er wirft seltsame, tulpenförmige Dinge, also sieh dich vor. Übrigens, bei dem gab es auch einen Bug, dass er nicht registriert wurde. Wenn ihr davon betroffen seid, Leute, das ist schon längst gepatcht, geht einfach nochmal zur Pyramide und kämpft gegen die, dann sollten sie registriert werden. Para-Koopa. Fliegende Origami-Koopas, stampf von oben ihre Flügel weg, um dir den Sieg zu sichern. Käfer. Diese Käfer wurden in Origami verwandelt. Auch jetzt machen ihnen Feuerbälle nichts aus. Qualitätspapier. Wo kann man das kaufen? Buhu. Mario muss sie nur ansehen, um sie aufzuhalten. Im Kampf verschwinden sie allerdings, also merkt ihr, wo sie sind. Trippeltrap. Selbst als Origami haben Trippeltraps eine große Reichweite. Man kann ihnen schlecht ausweichen, also Vorsicht. Porky. Sie lauern im Sand auf Beute. Vielleicht wollen sie nur mal umarmt werden, aber das wird nicht empfohlen. Träbert. Sie kreisen am Himmel und versuchen, sich auf Mario zu stürzen, als hätten sie nichts Besseres zu tun. Knochengumba. Diese Gumbas tragen einen Schädel auf ihrem eigenen Kopf. Das wirkt sogar als Origami noch bedrohlich. Hammerbruder. Sie bewerfen Passanten mit Hämmern, was ziemlich schlechtes Benehmen ist. Und was ist mit den armen Hämmern?
Feuerbruder. Niemand will von Angreifern umrundet werden, die mit Feuerbällen werfen. Also unbedingt vermeiden. Schuhgumba. Stecken sie in einem Schuh, kann man nicht auf sie stampfen. Doch sind sie besiegt, lassen sie ihren Schuh zurück. Unnötigster Gegner im ganzen Spiel, weil er, glaube ich, nur wirklich in diesem einen einzigen Kampf vorkommt, wo ich es euch gezeigt habe. Ein blöder Troll. Sonst nix. Fly Guy. Mit ihren kleinen Propellern umrunden sie den Hochseeturm im weiten Ozean. Lass dich von ihnen nicht überrunden. Auch die kommen ja nur beim Hochseeturm vor. Warte mal, gibt es einen anderen Text bei einem roten Paragumba? Nö. Möchte gern Pflanze. Man lasse sich nicht davon täuschen, dass sie wie Origami-Blumen aussehen, denn sie spucken sogar Feuer. Blooper. Sie leben im weiten Ozean und obwohl sie das Meer bevorzugen, kommen diese Störenfriede gelegentlich auch an Land. Bumerangbruder. Die Wurfgeschosse dieser Bumerang-Enthusiasten machen ihren Gegnern das Leben gleich doppelt schwer. Eisbruder. Das von ihnen geworfene Eis ist eigentlich ganz schön schmerzhaft. Lieber schön Abstand halten. Spike. Spucken regelmäßig Stachelkugeln aus. Stacheln tun weh, also lieber nicht draufstampfen. Schneespike. Diesen mächtigen Spikes gefällt es in der Kälte. Nutze deinen Hammer weise, sonst blätten dich die Schneebälle. Steinspike. Die Felsen von blauen Steinspikes kann man nicht mit dem Hammer zerbrechen, daher vermeidet man sie am besten. Pickelkäfer. Erkennbar an ihren langen Stacheln. Drauftreten könnte unangenehm sein, also sollte man zum Hammer greifen. Vorschlagbruder. Äußerst große und starke Vorschlagbrüder. Verteidigen wird empfohlen, falls dir nicht nach Kopfschmerzen ist. Ninji mit Brokkoli oder Ästen, whatever. Ein Ninji, der sich gerne im hohen Gras versteckt. Schlägst du ihn mit dem Hammer, schlägt er zurück. Hüpfer-Piranha. Sie wirken wie kleine Piranha-Pflanzen mit Beinen. Sehr süß, aber vor ihrem Feuer sollte man sich in Acht nehmen. Rocky-Schraubenschlüssel. Sie leben unterirdisch und tauchen nur auf, um Schraubenschlüssel nach Leuten zu werfen. Hauptsächlich Mario. Frechheit. Sumsa. Sie verstecken sich im hohen Gras, um dann anzugreifen. Nicht nur ihr Stachel ist stechend, sondern auch ihr Blick. Football Chuck. Diese nimmermüden Freunde heißer Quellen lieben es, als Team auf ihre Gegner zuzusprinten. Piranha-Pflanze. Scheinbar stecken sie harmlos und unbeweglich im Boden, allerdings wirklich nur scheinbar. Flora Morgenstern. Man sollte es nicht meinen, doch die stacheligen Bälle, die sie mit ihrem Atem in der Luft halten, können sehr wehtun. Fuzzy. Sie bewegen sich schnell an Wänden entlang. Zwar greifen sie nicht an, doch schon eine Berührung ist schmerzhaft. Und eklig. Sumo-Bruder. Sie erzeugen mit einem Sumo-Stampfer Blitze. Besiege sie, um dir die Felder zurückzuholen, die sie stehlen. Erdbergermenton, der dicke Panzer ist undurchdringlich. Ziele auf seinen Kopf, Gliedmaßen oder ganz besonders das Schwänzchen. Wasserpergamenton fliegt und greift mit Wasser an. Schicke ihn mit den Stiefeln zu Boden und greife mit der Macht des Erdpergamenton an. Feuerpergamenton, von Flammen umgeben. Lass dir zuerst von der Macht des Wasserpergamentons helfen und setze dann die Faltarme ein. Aber nicht zu früh, sonst regeneriert er sich. Eispergamenton. Dieser Polarbär setzt sich mit der Macht des Eises zur Wehr. Dagegen hilft nur die Kraft des Feuerpergamenton.
Mario schafft es also nur gegen das Erdpergament und aus eigener Kraft. König Olli, ah, da ist er also. Aber als Erdpergamenton. Der dicke Panzer ist undurchdringlich. Zieht das. Gut, das ist ja genau das gleiche. Dann würde ich sagen, skippen wir die einfach nur durch. Damit man es mal gesehen hat. Ich mag die Designs, wie gesagt. Die normalen sind vielleicht besser, aber die dunklen Versionen sind auch nicht schlecht. Besonderes. Prinzessin Peach! Prinzessin Peach in Origami verwandelt. Sie ist entzückend wie immer, doch etwas an ihr ist gruselig. Ja, geht so. Ich find's okay eigentlich. Ich mag das Design. ETF. Bowser! Der zu einem Sumo-Kämpfer gefaltete Bowser brennt darauf, sich im Ring Olli zum Kampf zu stellen. König Olli. Der zu einem Sumo-Kämpfer gefaltete Olli. Er ist fest entschlossen, es sogar mit Bowser persönlich aufzunehmen. Ah, hier sind die beiden normalen Versionen. Sehr cool. Olivia, ein Origami-Mädchen mit gutem Herzen. Sie ist Ollis Schwester, tut sich aber mit Mario zusammen, um Olli aufzuhalten. König Olli. Der mächtige Origami-König. Er hat etwas gegen Toads und schwor, mit seiner Armee allem Papier ein Ende zu machen. Ach, geil. Ja, wir haben mal wieder das Zeitlimit mehrfach gesprengt. Aber es ist eben auch ein Mammutsprojekt gewesen, Leute. Und jetzt geht es langsam zu Ende. Es fehlt nur noch das 100% Ending. Man kann das Spiel tatsächlich auch zu 102% abschließen, wenn man keine Ausrüstung nutzt und nicht down geht oder irgendwie so. Aber ja, das lassen wir mal weg. Ist sowieso blind nicht möglich. Und naja, nochmal durchspielen tue ich es garantiert nicht, Lul. Daher werdet ihr jetzt gleich noch die Bonussequenz sehen, die mit dem 100% Ending zusammenhängt. Und ich sag noch ein letztes Mal vielen, vielen Dank für alle Likes, hilfreichen Kommentare. Auch die kritischen habe ich genossen. Und bis zum nächsten Projekt. Bis bald, Leute. Ciao. Ich bin ja so froh, dass alles wieder normal ist. In Toad Town herrscht geschäftiges Treiben wegen des Origami-Fests. Alle entdecken die Magie des Origami und amüsieren sich. Ah, Mario, Peach, seht euch das an. Mein Meisterwerk ist komplett. Seht ihr? Ein Miniatur-Origami-Schloss wie das von Olli. Mario, denkst du an das Origami-Mädchen, das mich gerettet hat? Sie war so mutig. Sie hat das alles für uns getan. Ich wünschte, ich könnte ihr danken. Kommt alle her, es ist Zeit für das große Finale. An alle Origami, danke.
Und nach den Credits kommt das. Der Origami-Meister platziert Olli und Olivia. Friedlich und vereint nehmen sie Platz auf ihrem Thron. Wow, das sind 100%! Leute, danke fürs Dabeisein bei Paper Mario der Origami King. Bis zum nächsten Projekt und ciao!